Und zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria. Das letzte Mal haben wir ja, die letzten paar Male haben wir einige wirklich schlechte Entscheidungen getroffen. Das nächste Mal, wenn ich so einen Krieg führe wie den letzten, mache ich das, was ich sowieso tun hätte sollen. Nämlich meine Truppen nehmen und hier in den indischen Bundesstaaten verstecken. So sind die meisten meiner Truppen vernichtet worden von den verdammten Russen. Ach, ich hasse sie. Das haben sie jetzt schon ein zweites Mal, das zweite oder dritte Mal gemacht. Das ist so ärgerlich. Naja, egal. Unser Prestige ist noch immer halbwegs brauchbar, immerhin 56. was das Prestige betrifft. Wir haben 7000 Forschungspunkte und wir brauchen noch einmal circa so viel. Dann können wir nämlich den industriellen Fortschritt hier machen, bei 14.355 Punkten. Das ist das Ziel, das wir haben. Dann können wir nämlich verwestlichen. Also noch 7000 Punkte. Derzeit machen wir fast 4 Punkte am Tag. Das heißt, für die 7000, die uns noch fehlen, 7000 fehlen uns noch, genau. 7000 durch 4 sind 1, was bleibt dann übrig? 3, 30, 7, 1, 7, 1700 Tage circa. 1700 Tage sind noch urlang. Naja, kann man auch nichts machen. Das sind noch 3 Jahre, 4 sogar. 5. 5 Jahre eher. Ist nicht gut. Na, irgendwie werden wir das vielleicht schon noch hinkriegen. Jetzt auf jeden Fall in den nächsten Monaten, Wochen, keine Ahnung, werden wir mal versuchen, unser Heer zu konsolidieren. Ist Afghanistan haben wir immerhin schon 3% Geistliche. Wir wollen schließlich, dass die Leute gut lesen und schreiben lernen. Vielleicht sollten wir, ja, ist okay, den Geistlichen gleich weitersetzen in die nächste Region, nach Sindh. Dort haben wir nur etwa 1,2% Geistliche und sind fast genauso viele wie in Westafghanistan. So, unser Heer wird auch ein wenig aufgepäppelt in der Zwischenzeit. Schauen wir mal in den Haushalt. Oh, immerhin 50% und 30% und nochmal 50%. Passt. Ich kann noch ein ganz klein wenig da wieder runtergehen. Da gehen wir ein bisschen runter auf 50. Dafür werden wir da ein bisschen raufgehen und da ein bisschen raufgehen. Und vielleicht da auch ein paar Prozent raufgehen. Mehr Geistliche. Mehr Geistliche bedeutet mehr Forschung. Pluralität wäre auch schön, wenn wir mehr hätten. Okay, so, wir haben wieder eine volle Armee hier. Nö. Ihr seid noch nicht voll, aber ich glaube, ihr werdet es auch nicht so bald. Mal schauen, wenn der letzte fertig ist, dann werden wir schauen, wie viele Truppen wir noch bauen können.
Ja. Ich hoffe, es passiert uns jetzt nichts, wie zum Beispiel Konflikte oder ähnliches Zeug, die uns Kiva gekostet haben. Ärgerlich. Es ist vor allem ärgerlich, dass wir Persien nicht besiegen konnten. Wir hatten Persien schon am Boden. Wir hätten dieses Gebiet gekriegt. Das wäre so schön gewesen. Ah, oh, dieses Gebiet wäre so schön gewesen. Persien ist schon bei 90%. Naja gut, wir wären auch schon bei 90%, wenn wir das 10% Ding genommen hätten, was wir hätten tun können. Was wir tun könnten, rein theoretisch. Das heißt, Persien wird circa zur selben Zeit verwestlicht wie wir. Ärgerlich. Ach ja. Ist okay. Schauen wir uns mal die Konfliktzonen an. Zurzeit haben wir keine Konflikte bei uns und das ist gut. In Österreich gibt es Konflikte. Die Ungarn wollen frei werden. Ha, in Russland gibt es Konflikte. Das ist gut. Das finde ich in Ordnung. Ich würde ganz gern noch was erobern, aber das Problem an all diesen Gebieten ist, die sind gut geschützt. Persien ist in der Einflusssphäre von Russland. Okay, und die USA erobert weiter große Teile Mexikos. Es gibt noch kein Deutschland, nur immer der Norddeutsche Bund. Schau. Aber Italien ist schon gegründet. Dass Italien vor Deutschland gegründet wird, ist selten. Ja, aber wie schon gesagt, wenn der Norddeutsche Bund bzw. Italien so schnell da sind, ist Österreich normalerweise ein armer Hund. Das Wichtigste für Österreich ist es immer, dass sowohl der Norddeutsche Bund als auch Italien gegründet wird, zu verhindern. Sehr konservierende Kräfte. Vielleicht sind wir deswegen so konservativ in Österreich. Ach so, Mist, das ist Pause. Wieso sagt mir das keiner? Haben wir eigentlich schon eine Fabrik? Nö. Wir könnten aber. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, was haben wir da jetzt? 2 und 4. Das heißt, wir werden das da wegnehmen. Wir haben 2 und 4 hier. Das heißt, wir brauchen von beiden noch eins. Dann noch genügend Leute für eine dritte Armee. Schauen wir mal. Wenn wir dann schon herausfinden. Achso. Wir haben ja noch etwas Zeit. So, sind wir da schon bei. Wir sind bei 9000 Punkten. Hurra. Wir machen jetzt tatsächlich täglich 4 Punkte. Bald, bald. Nachdem wir ja in der Einflusssphäre sind von Großbritannien, sollten wir die britischen Technologien kriegen, wenn wir fertig sind. Das ist auf jeden Fall besser als Persien, das die russischen Technologien kriegt. Obwohl meiner Meinung nach Persien ja noch immer ein cooler Verbündeter wäre, weil wir wollen ja schließlich Großbritannien rauswerfen.
Schauen wir mal. Ich überlege gerade, ob wir Marinestützpunkte bauen können. Nö, können wir nicht. Mist. Ach je. Ärgerlich ein wenig. Marinestützpunkte wären jetzt schon ganz gut. Vielleicht können wir nämlich noch ein wenig bei der Besiedlung Afrikas mitmachen. Obwohl ich glaube eh nicht, dass wir das schaffen. Gut, was wollten wir? Wir wollten Russland freundlich stimmen. Ich will nicht von denen angegriffen werden. Großbritannien ist eh schon freundlich mit uns. Deutscher Bund. Den wollen wir auf jeden Fall auch auf unserer Seite haben bei Konflikten. Das sind die einzigen, die Russland in irgendeiner Weise in Schach halten können. Weil Frankreich tut das ja nicht. Was ist das? Xinjiang? Schau was an. Ah. Schon wieder Pause. Ich krieg das nie mit, dass Pause ist. Ja, ansonsten passiert nicht allzu viel, wie ihr seht. Was wir machen? Nicht viel Gewinn. Nicht viel Verlust. Vielleicht sollten wir dort noch einen Anführer reintun. Wäre vielleicht nicht blöd, hm? So ist eigentlich kein Anführer drinnen. So, und schon wieder die Cholera. Ach, ich hasse es. Hat ihr nichts Besseres zu tun, Leute? Die Cholera auf den Hals zu jagen. Okay. Ja, machen wir das so. Belutschistan ist eh schwach besiedelt. Und hier geht's nach Karachi. Weil ihr habt dort hinten nichts zu essen. Du fühlst dich hier wohl, quasi pudelwohl. So, dann werden wir noch einmal ein Heer bauen. Und zwar mal nur aus Infanterie. Mein Gas nicht sammeln. Ja, noch mehr Cholera. Wenn immer weniger Leute statt mehr, wenn die Cholera so weitermacht. Ja, Finanzreform könnten wir jetzt auch schon machen. Schaut was an. Aber die wollen wir auch nicht machen. Da werden wir nämlich nur auf 95% und wir wollen aber gleich auf 100% mit dem industriellen Fortschritt. 4000 Punkte brauchen wir noch. Drei Jahre. Nicht einmal mehr drei Jahre. Wir kriegen das schon hin, Freunde. Wir kriegen das hin in dieser Folge. Außer es passiert ein Krieg. Was durchaus sein kann noch. Sollten wir die Verwestlichung schaffen. Ah, die USA ist vertraut von uns. Das ist vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass die USA die stärkere Armee hat. Beziehungsweise die stärkere Technologie hat als Großbritannien. Aber sicher bin ich mir auch nicht zu diesem Zeitpunkt. Könnte es sein, dass Großbritannien noch besser ist, was das betrifft.
Ja, 11.000, noch 3.000 Punkte. Oder so. Und schon wieder die Cholera. Sag einmal, gibt's das? Wir brauchen Medizin. Ach ja. Die Person in der Einflusssphäre von Großbritannien. Schau dir was an. Und, oh. Also ich bin sowas von eingezwickt zwischen Großbritannien und Russland, das ist unfassbar. Jedes meiner Nachbarländer ist entweder in der Einflusssphäre oder sogar ein direkter Untergebener von Großbritannien. Mit Ausnahme von Kiva, die meine Untergebenen sind. Also mein Satellitenstaat, sagen wir es mal so. So, und wir haben 1870, das heißt, jetzt werden bald die ersten Kolonialisierungen anfangen. Und wir sind noch nicht einmal verwestlicht. Ah, irgendwie habe ich alles falsch gemacht. Alles falsch. So, unsere Truppen sind ausgebildet. Mehr Truppen können wir jetzt nicht machen. Wir könnten noch diplomatisch an Russland herantreten und unsere Beziehungen verbessern. Schiffe haben wir auch keine, deswegen können wir nicht den Oman oder so angreifen. Und wir können ja auch keine Stützpunkte bauen, keine Marinestützpunkte. Das geht erst, wenn wir verwestlicht sind. Aber dann. Oman, du gehörst uns. Das war eh vielleicht nicht so schlecht, weil wir haben eine hohe Infamie noch immer. So gesehen ist das gar nicht so schlecht. Noch mehr in Bildung investieren vielleicht. Und da weiter runter gehen. 30% immerhin befinden wir uns gerade im Frieden. Oh, Österreich führt schon wieder Krieg. Gegen wen denn dieses Mal? Gegen den Norddeutschen Bund. Um Vorherrschaft, na klar. Das wird kurz und schmerzlos. Oder eigentlich sehr schmerzhaft. Ich meine, wenn ich Österreich spielen würde, dann würde ich den Krieg wahrscheinlich gewinnen, aber so wird das natürlich nichts. Der Computer ist so dumm. 12.000, noch 2.000 Punkte. Juhu. Das heißt noch 500 Tage. Noch etwas mehr als ein Jahr. Und schon wieder die Cholera. Passiert uns eigentlich nichts anderes als die Cholera? Gibt's das? Autsch. Naja. Was soll man dazu sagen? Ich meine, sie haben den Krieg immerhin begonnen, also so gesehen geschieht's ihnen recht. Man greift die doch erst an, wenn sie im Krieg sind mit irgendjemandem anderem. Ich sehe noch keine Kolonien. Finde ich gut. Da, das wäre schön, wenn ich das kolonialisieren könnte. Das Horn von Afrika, das ist nah genug. Mit einem Marinestützpunkt müsste ich das erreichen können. Oh, ich würde sagen, Italien hat Österreich gerade den Krieg erklärt.
Oh, aber dieses Mal ist Frankreich auf der Seite von Österreich. Das ist ja interessant. Und Württemberg versucht Niederbayern zu erobern. Echt jetzt? Das ist interessant. Wir erhöhen das Bewusstsein. Ich noch immer fast 2000 Punkte. Die uns fehlen. Ärgerlich. Okay. Die Maßnahmen waren nicht so gesund. Persien möchte Militärzugang, aber ja klar. Die Niederlande auch. Das ist mir auch recht. Wer führt da bitte Krieg? Persien und Niederlande? Russland, Niederlande und Krakau gegen Persien. Ah ja, jetzt greifen es Persien wieder an. Okay. Okay, das ist gruselig. Ja, Österreich hat die Kriegsflut gestartet da drüben. Hat einen auf die Deckel vom Norddeutschen Bund gekriegt. Das war aber nicht so schlimm. Dann hat Italien Österreich den Krieg gekriegt und Italien kriegt jetzt eins auf den Deckel von Frankreich und wird wahrscheinlich ein Gebiet an Frankreich verlieren. Was schlimm ist, weil ich nicht will, dass Frankreich stärker wird. Und jetzt hat Österreich Bayern nochmal den Krieg erklärt, oder wie? Oder was? Österreichisch-Bayerischer Krieg. Interessant. Aber warum? Interessant. Na, Krakau darf nicht durch. Nichts für ungut, aber was sieht man denn da? Gibt es im Punjab nichts anderes als die Cholera? Können wir noch eine Kavallerie bauen. Gibt's ja wohl nicht. Denen geht's ja wohl nicht mehr gut. In Europa geht's zu. Tausend Mann. Der hat da an der Grenze mehr Mann stehen als ich im ganzen Land. Sneef. Nein, du darfst hier nicht durch. Und wir brauchen einen neuen Anführer. Ah, du bist gut. Chan Singh. Wie schaut's aus? 13.400. Wir brauchen noch 1000 Punkte. Österreich hat einen Status eingebüßt, sie verlieren den Rang als Großmacht an Bayern. Echt jetzt? Bayern ist jetzt eine Großmacht und nicht mehr Österreich. Das ist so traurig. Bayern besetzt hier sogar französisches Gebiet. Das ist interessant. Argentinien und Peru führen auch wieder Krieg. Na, zurzeit geht es aber ganz schön zu. Ah, die Briten führen wieder Krieg. Mit Brasilien dieses Mal.
kommt schon. 13.600, wir haben 14.200, ach Gott. Und schon wieder die Cholera. Gibt's das? Hm, wir sind jetzt auch noch nicht auf 100%. Haben sie die Weltgeltung von Persien reduziert. Ist mir auch wurscht. Und Persien wird wahrscheinlich auch relativ egal sein. Wie kann das die Weltgeltung reduzieren, wenn ich jemand angreift, der 300 mal stärker ist als du? Kommt schon. Jetzt sind 2,35. 14.235. Und wir machen derzeit 4,13 Forschungspunkte. Wir sind so großartig. Mit etwas Glück sind wir sogar eine Sekundärmacht. Sobald wir verwestlichen. Vor allem, weil durch das Letzte, was wir da machen, wird ja auch gleich eine Fabrik gebaut. Oh, schön. Italien ist geschwächt worden und Frankreich ist stärker gemacht worden. Naja, was soll ich dazu sagen? Ich sag dazu nur, Österreich leidet weiter. Aber ich glaube, gegen Bayern könnten sie trotzdem gewinnen. Ja. Ja, ein internationaler Konflikt. Was? 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 Ungemacht droht. Es scheint, dass Belgien sich dazu entschlossen hat, Lettland im aktuellen Konflikt zu unterstützen. Lettland? Das bin ja nicht ich. Industrieller Fortschritt. Yes! Wir können verwestlichen! Wir können verwestlichen! Im Jahr 1872. Naja. Auf jeden Fall schneller, als es der Computer normalerweise schaffen würde. Unser Land steht unter einem intellektuellen Angriff der Modernität und der westlichen Welt. In den Feldern moderne Technologie, Industrie und Militärtheorie leisten und die alten Traditionen und Institutionen nicht mehr so gute Dienste wie früher. Wo auch immer man hinsieht, verbreiten sich westliche Einflüsse in unserer Nation, unter unserer Bevölkerung und in unseren Seelen wie ein Lauffeuer. Wenn wir so bleiben möchten wie bisher und unser Wesen nicht vollständig verändern wollen, ist jetzt die Zeit gekommen, um unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Führende Mitglieder unserer intellektuellen Elite haben erkannt, dass der einzige Weg, das westliche Meerungeheuer aufzuhalten, eine Weile mit ihm zu schwimmen. Wie schon Sun sagte, das Schilfrohr, das sich im Wind biegt, liefert auch eine Art von Widerstand. Wagen gehen Westen. Wir erhalten 10,5 Prestigepunkte sogar dafür. Das finde ich gut. Gut, jetzt schauen wir uns zuerst einmal diesen Konflikt an. Belgien unterstützt Lettland. Das ist ein sehr mutiger Akt. So, Genfer Konvention können wir unterschreiben. Wollen wir das gleich machen? Das bringt nämlich, glaube ich, noch einmal Prestige. Oh, und wir verlieren Infamie. Das ist ja noch besser. Ja, wir verlieren Infamie. Das ist gut. Einflusssphäre verlassen. Ah, okay. Ja, okay, das braucht man nicht anzeigen, wenn wir das machen können. Wir wollen sowieso irgendwann mal die Einflusssphäre von Großbritannien verlassen. Vielleicht schaffen wir das aber eher dadurch. So, wir haben eine
Stofffabrik, die man uns hingebaut hat. Sehr gut, sehr gut. Ist mal das der erste Schritt ist schon mal gegeben. Und noch mehr Reserven mobilisieren. Wir sind 46. nur. Schade eigentlich. Warum? Müsste nicht weiter oben sein. Wir sind tatsächlich nur 46. Wir sind sogar hinter Hyderabad, das kann nicht sein. Wir müssen weiter vorne sein, wir haben da 37 und 67 Punkte. Da, wir haben 104 Punkte, wir sind nicht 46. Wir sind auf der ersten Seite sogar. Wir sind vor Sekundärmächten wie Brasilien und Dänemark zu finden. Passt. Das heißt, wir werden eine Sekundärmacht und er hat es einfach nur noch nicht gecheckt. Das ist gut. Sekundärmacht ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, was machen wir noch? Jetzt schauen wir uns mal die Technologie an. Was haben wir denn da? Echt jetzt? Mehr nicht? Positivismus wäre schon sehr wichtig, aber Empirismus wäre ja fast noch besser. Oh, na immerhin. Das ist immer nicht so schlecht. Aber militärisch sind wir eine ziemliche Katastrophe. Nicht einmal vor der Lader. Marinemäßig ebenfalls. Wenn wir mitspielen wollen, müssen wir bis Maschinengewehr vorgehen. Das schaffen wir aber nur, indem wir da Empirismus machen. 9800 Punkte. Wie viele Forschungspunkte haben wir jetzt? 9,9. Aber es werden noch mehr werden, weil wir ja Sekundärmacht sind. Das heißt, mit 9,9. Boah, da brauchen wir ja ewig. Wurscht. Machen wir es trotzdem mal. Haben wir es vor Persien geschafft? Yes. Wir sind zivilisiert vor Persien. Die sind allerdings noch... Wobei, Russland hat, glaube ich, gerade einen Krieg. Haben die gerade einen Krieg? Bitte sag mir, dass Russland einen Krieg hat. Nein, Russland hat keinen Krieg. Verdammt. Großbritannien hat einen Krieg. Aber nur einen kleinen, winzigen Krieg. Das zählt fast gar nicht. Alle, die im Krieg sind, können nicht mitmachen an dem Konflikt. Das heißt, kann nur Italien, Belgien, Russland und die USA. Na gut, die USA macht sowieso nicht mit. Die machen da nie mit. Könnte ein kurzer Konflikt werden. Ich hatte das Glück damals nicht bei meinen Sachen. Na gut, aber... So, ab jetzt sollten wir auch kein Problem mehr mit dem Geld haben. Empirismus wäre schon sehr wichtig, wenn wir das hätten. Das will ich gar nicht, das will ich nicht verzichten drauf. Okay. Ja, Herrschaften. Ah, wir haben auch noch zwei nationale Foki. Yes. Kaschmir bekommt auch geistliche. Belutschistan wahrscheinlich eher nicht. Was machen wir da? Entweder Bürokraten, naja, oder Angestellte. Nein, zuerst einmal Facharbeiter. Punjab bauen wir ja gerade eine Fabrik. Da brauchen wir Facharbeiter, damit diese Fabrik funktioniert.
Gut, wenn wir den Haushalt dann halbwegs hoch haben, sobald wir Geld haben, werden wir dann Fabriken bauen. Aber, wie schon gesagt, das machen wir dann das nächste Mal. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.